So, wir können wieder mal bei schönstem Wetter der Woche zusammenfassen auf 5 Minuten. Das ist wettermäßig eine schwierige Situation gewesen. Wir experimentieren mit neuen Kulturen. Nassreis sieht genau so aus. So, weil es eigentlich die ganze Woche geschifft hat, haben wir auch Arbeiten, die wir innen machen können. Wir sortieren die Herdöpfel sortieren. Also all unsere Herdöpfel werden manuell kontrolliert. Die nicht gehen sind, werden rausgelegt. Wir konnten aber nachher doch noch draußen arbeiten die Woche und verschiedene, vor allem Unkrautbekämpfungsarbeiten durchführen. Zeug ist ein Salat. Grüner Kopfsalat. Eichblatt rot, Eichblatt grün. Kostet mich richtig. Also jetzt müssen wir auch schnell jetten und schauen, wie der näher aussieht. So, die Kohle ist gelockert. Salat jettet. Schön. Also wir haben im Video vom Herdöpfelsetz den Vorkind-Herdöpfel angeschaut. Das sind Laura Vorkind. Hier sind Laura nicht Vorkind. Herdöpfel direkt aus dem Kühlager. Hier kommt der erste vorne. Ja, aber ein riesen Unterschied. Also wirklich so vorstellbar. So, der Boden ist eigentlich zu nass, aber man sieht hier bei den Herdöpfeln haben wir ganz viel auf dem Damm oben, ganz viel kleines Gärtchen und Brütchen. Jetzt muss ich diesen Tag, heute am Donnerstag, schnell nutzen, um mit dem Striegel das versuchen zu bekämpfen. Also, so sieht es vorher aus. Hier ist der Striegel. So sieht es nachher aus. Der Damm mehr oder weniger abgekraut. Man sieht, die Herdöpfel vertragen das. Also man sieht ganz wenig Schäden auf den Herdöpfel und eigentlich das Gärt mehr oder weniger weg. Da haben wir noch einen hier, der überlebt hat. Aber insgesamt da ein bisschen Schaden an den Herdöpfel, aber so viel, das verbreitet. Voilà. Kürbissetzling. Darauf warten, dass man sich rauspflanzen kann. Wir haben es jetzt mal schon auf den Anhänger geladen und mit einem Vlies noch etwas abgedeckt, dass es noch etwas wärmer wird. Im Moment ist der Boden zu nass. Ich kann auch von Hang nicht setzen. Ja, vielleicht am Samstag oder am Sonntag oder irgendwann, wenn es dann geht, gibt es dann schnell eine Übung mit Kürbis rauspflanzen. Das wäre jetzt schon die Zeit, dass die ins Feld kommen. Effektiv haben wir am Samstag und auch am Sonntag nachher können Kürbis auspflanzen, dank dem, dass wir das alles von Hang machen und wir mit dem Traktor nicht müssen in den Boden rausfahren, haben wir das können, Samstag und Sonntag erledigen. Die Kürbis, wie wir hier sehen, werden alle zusammen von Hang gepflanzt. Es wird ein Loch in den Damm gegrabt. Der Kürbissetzling sachte genommen, das Loch hineingesetzt und nachher wunderschön mit Herd zudecken, dass der anwachsen kann. So. Das ist unsere Arbeit von Samstag Sonntag. Kürbis mit Vlies abdeckt. In der Mitte gibt es dann noch Essiggurken. Da hier gibt es dann noch den zweiten Versuch Melonen, die sind immer noch im Folientunnel an der Wärme. Hier haben wir Salat drunter und ganz aussen Trübli, wo man noch nicht so viel sieht. Hallo, allen eine gute Woche.